Guten Tag, mein Name ist Thomas Jakob Renner, ich bin Schauspieler und lebe in München. Meine Lebensphilosophie lautet Senden und Empfangen. Ein Sender mit deutlichem Signal, das möchte ich sein. Ich spiele eine Szene aus dem Stück von Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden. Weißt du, warum ich 3 Monate lang keine Adresse hatte? Ich habe in Kansas City den Anzug gestohlen und war im Knast. Hör auf zu heulen, mir reicht's! Seit ich von der Schule bin, habe ich mich durch Klauen um jeden guten Job gebracht. Und ich hab's nie zu was gebracht, weil du mir einen solchen Größenwahn eingeredet hast, dass ich von niemandem mehr Anweisungen entgegennehmen wollte. Das ist, wer schuld ist! Es wird Zeit, dass du hörst, verdammt nochmal! Ich musste immer überall Wunderkind und über Nacht Generaldirektor sein. Aber mir reicht's! Nein! Niemand hängt sich hier auf, Willi. Ich bin heute 11 Etagen runtergerannt. Mit einem Füller in der Hand. Und plötzlich blieb ich stehen. Hörst du? Und zwar mitten in diesem Geschäftshaus. Hörst du? Ich stand mitten in diesem Geschäftshaus und sah den Himmel. Ich sah alles, was ich wirklich liebe auf der Welt. Die Arbeit und das Essen und die Zeit, sich hinzusetzen und eine zu rauchen. Und ich schaute auf den Füller und fragte mich, warum verdammt klaue ich so ein Ding? Was habe ich in einem Büro zu suchen, wo ich mich zu einem jämmerlichen, bettelnden Trottel mache? Wo alles, was ich will, draußen nur darauf wartet, dass ich sage, ich weiß, wer ich bin. Warum kann ich das nicht sagen, Willi? Daddy, ich bin eine 3-Groschen-Existenz. Und du auch. Ich werde nie eine Führungskraft. Willi, und du auch nicht. Du warst auch nur ein Klinkenputzer wie all die anderen, die schwer arbeiten und dann auf Müll landen, wie du. Ich bin $1 die Stunde wert. Willi, ich hab's in 7 Staaten versucht, ohne es zu mir zu bringen. $1 die Stunde. Dämmert's dir, was ich meine? Ich bringe keine Trophäen mehr heim und du wirst aufhören, darauf zu warten, dass ich sie heimbringe. Daddy, ich bin ein Nichts. Ein Nichts bin ich. Dad, verstehst du das nicht? Das hat nichts mehr mit Trotz zu tun. Ich bin nun mal, was ich bin. Sonst nichts. Herrgott, lässt du mich jetzt gehen und nimm deinen falschen Traum und begrab ihn, bevor es zu spät ist. Ich gehe morgen früh. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.